Du hast dich schon immer gefragt, wie das politische System in Österreich funktioniert? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Wenn Menschen zusammenleben, dann braucht es Regeln, an die sich jeder hält. Diese Regeln legt die Verfassung fest. Mit der Zeit werden diese Regeln und Gesetze immer wieder ergänzt und erneuert. Dafür gibt es gewisse Vertreter und diese dürfen wir als Österreicher und Österreicherinnen wählen. Das sind die wichtigsten Grundsätze der Demokratie. Der Grundstein unseres heutigen politischen Systems wurde im Jahr 1918 mit dem Beginn der Ersten Republik festgelegt. Der Kern dieser Verfassung ist das Bundesverfassungsgesetz, das 1920 beschlossen wurde. Doch was steht nun in dieser Verfassung? In dieser Verfassung ist zum Beispiel die Regierungsform festgelegt, in unserem Fall die Demokratie. Ein damit einhergehendes zentrales Element sind Wahlen. So steht im ersten Artikel der Verfassung: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Ebenso in der Verfassung festgelegt ist die Staatsform, in unserem Fall die Republik. Staatsoberhaupt ist also ein Bundespräsident bzw. eine Bundespräsidentin. Außerdem ist Österreich ein Rechtsstaat. Eine staatliche Handlung darf nicht willkürlich erfolgen, sondern ist an Gesetze gebunden. Wie ist unser politisches System nun organisiert? Für die Republik Österreich gibt es vier Verwaltungsebenen, auf denen Entscheidungen getroffen werden: auf europäischer Ebene, auf Ebene des Bundes, auf Ebene der Bundesländer, auf Ebene der Gemeinden. Bund, Bundesländer und Gemeinden sind eigene Rechtspersonen und Gebietskörperschaften. In einer Demokratie wird die Macht auf drei getrennte Staatsgewalten aufgeteilt: die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Damit soll verhindert werden, dass die Staatsmacht nur von einem oder wenigen Menschen ausgeübt wird. Schauen wir uns die drei Staatsgewalten ein bisschen näher an. Die Legislative, sie beschließt Gesetze und Regeln. Ihre Organe sind der Nationalrat und der Bundesrat sowie die Landtage. Ihre Akteure sind die von den Wahlberechtigten gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, also Abgeordnete. Die Exekutive vollzieht die Gesetze nach geltendem Recht. Ihre Organe sind die Bundesregierung, die Landesregierung, die Bezirkshauptmannschaften und die Gemeinden. Auch das Amt des Bundespräsidenten zählt zur Exekutive, ebenso wie das Bundesheer und die Polizei. Die Judikative umfasst die Rechtsprechung. Sie prüft und entscheidet bei Verstößen gegen die Gesetze. Ihre Organe sind die Verwaltungsgerichte sowie Bezirksgerichte, Landesgerichte, Oberlandesgerichte, der Oberste Gerichtshof, der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof. Ihre Akteure sind unabhängige Richter. Es gibt aber noch weitere politische Akteure, wie zum Beispiel wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Kontrollbehörden, politische Parteien, Interessensvertretungen oder auch die Medien. Jetzt bist du Experte.